wusste, es würde dir stehen. Du siehst unglaublich süß aus, Emily. Ich bin richtig entzückt. Es gefällt dir doch auch, oder? Ja, es gefällt mir sehr gut, Mama. Oh, ich bin ja so glücklich. Wir haben beide den gleichen Geschmack. Oh! Mama, mir gefällt das Kleid, das du ausgesucht hast, sehr gut, ehrlich. Aber... Emily? Aber heute muss ich etwas anderes tragen. Du hast nicht die Wahrheit gesagt. Das Kleid gefällt dir in Wirklichkeit nicht. Sei bitte nicht traurig, Mama. Aber heute braucht Hannah mich, deswegen kann ich dieses Kleid jetzt nicht tragen, auch wenn es schön ist. Papa! Da bist du ja, Sophie. Was ist denn los, Papa? Ich habe eine tolle Neuigkeit für dich. Deine Mama ist wieder nach Hause zurückgekommen, Sophie. Echt? Wir werden wieder eine richtige Familie sein. Freust du dich? Oh, Mama. Los, wir gehen heim. Ich freue mich wirklich, dass ihr euch wieder vertragt und zusammenleben wollt. Aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss weg. Auf Wiedersehen, Mama. Auf Wiedersehen, Papa. Tut mir sehr leid, Papa. Ich muss etwas sehr Wichtiges machen und es kann sein, dass ich euch nie wiedersehe. Dich und Mama. Bibi spielt Klavier. Sie kann es immer besser. Hey, Doremi, das wird dir gefallen. Heute gibt es Steaks zum Abendessen. Steaks? Das Essen ist gleich fertig. Wenn du nicht sofort kommst, esse ich deine Portion mit. Das schaffe ich locker. Mein Zuhause, meine Familie, ich liebe sie. Ach, ich war hier so glücklich. Mama, du hast mir mal erzählt, dass du erst eine richtige Mutter geworden bist, während du Bibi und mich erzogen hast. Jetzt verstehe ich, was du damals gemeint hast. Seit fast einem Jahr kümmere ich mich schon um Hannah. Und ich glaube, mir geht es genauso. Jetzt bin ich Hannahs Mutter und sie braucht mich. Ich muss ihr helfen. Es tut mir leid.